Stichpunkt Magazin. Das Magazin für eine Gesellschaft mit Kultur. Aus gegebenem Anlass möchten wir als Stichpunkt Magazin den Nahostkonflikt aus verschiedenen Perspektiven beleuchten. Bei unseren Recherchen sind wir dabei auf Iris Heffetz gestoßen. Frau Heffetz ist israelische Jüdin, praktiziert als Psychoanalytikerin in Berlin und ist im Vorstand Jüdische Stimme für einen gerechten Frieden in Nahost tätig. In diesem ersten Gespräch konzentrieren wir uns auf die Wurzeln des Konflikts. Im Zuge dessen beschäftigen wir uns intensiv mit jüdischem Leben in Israel, aber auch global. Kann man einen Schuldigen ausmachen? Ist der Konflikt schwarz-weiß oder doch vielmehr grau? Kann man Kritik am Vorgehen der israelischen Regierung üben, ohne in ein rechtes antisemitisches Eck gerückt zu werden? Gemeinsam mit Frau Heffetz werden wir diesen Fragen nachgehen und nach Antworten suchen. Liebe Frau Heffetz, vielen, vielen Dank für Ihre Zeit, dass wir heute miteinander reden können zu der Konfliktproblematik mit Israel und Palästina. Und meine erste Frage an Sie wäre, könnten Sie mir Ihren Bezug zu Israel genauer erläutern? Ja, guten Abend und danke für die Einladung. Ich bin in Israel geboren und eigentlich in eine stockzionistische Familie aufgewachsen. Das heißt also, ich war total überzeugt von Israel und dem, was ich gesellschaftlich und was ich in der Schule so gelernt habe. Darüber hinaus war ich später Offizierin auch in der israelischen Armee in eine Propaganda-Einheit. Wir waren dafür zuständig, den Soldaten das zionistische Ethos beizubringen. Und aus politischen Gründen habe ich Israel 2002 verlassen, weil ich gesehen habe, dass das Ganze kein gutes Ende nehmen kann, leider. Israel hatte sich in eine Sackgasse manövriert und gesellschaftlich habe ich auch keine kritische Masse entdeckt, die notwendig wäre, um eine politische Veränderung herbeizuführen. Und vor allem wollte ich aber meine Kinder davor schützen, dass sie zum Beispiel zur Armee gehen müssen, wenn wir da bleiben. Und ich wusste, sozialisiert, wenn ich sie in Israel sozialisiere, dann wären sie in diesem gesellschaftlichen Druck ausgesetzt gewesen und dahin gegangen wahrscheinlich. Also Sie sind dann mit 37 nach Berlin gezogen. Könnten Sie nochmal genau erklären, warum Berlin? Ja. Ja. Ja, so ausgerechnet nach Deutschland auszuwandern, war eher eine praktische Entscheidung. Und aus Israel kommend war Berlin damals extrem günstig. Deutschland war zu diesem Zeitpunkt auch sehr antimilitaristisch und ich brauchte mich nicht für meine Standpunkte zu rechtfertigen. Zum Beispiel, dass ich nicht wollte, dass meine Kinder zur Armee gehen. Und vor allem dachte ich damals wirklich, ich lebe hier in einer Demokratie. Gleichzeitig empfand ich die Deutschen eher als Europäer, denn als Deutsche. Doch im Laufe der Zeit wurde Deutschland viel militaristischer, nationalistischer, chauvinistischer. Und die Stimmung, die ich spüre, wird immer engstirniger. Also gefühlt wird es hier immer israelisierter. Also ich meine Verhältnisse, die ich aus Israel kenne, bevor ich ausgewandert bin. Bevor wir jetzt weiter auf Deutschland und Deutschlands Rechtsstaatlichkeit etc. eingehen, würde ich gerne mal von Ihnen erfahren, dass Sie erwähnt haben, Sie seien in einer stockzionistischen Familie aufgewachsen. Was bedeutet denn der Begriff Zionismus? Oder könnten Sie uns den mal genauer erläutern? Ja, es hat sich entwickelt im Laufe der Zeit. Also Anfang des 19. Jahrhunderts gab es in Europa aufgrund der antisemitischen Probleme durch die Christen drei jüdische Bewegungen. Beeinflusst durch die stattfindende Nationalstaatsbildung war eine davon die zionistische Bewegung. Und demnach können Juden ihre Rechte, Emanzipation und Gleichberechtigung nur in einem eigenen Territorium verwirklichen. Und dieses Territorium ist Palästina geworden. Zu Beginn war deshalb die Idee des Zionismus, dass sich jeder Jude nach Palästina begeben muss, um dort zu leben. Weil es unser Land ist sozusagen, das Gott uns gegeben hat. Und nur dort können die Juden sicher leben und in einer Art von Selbstbestimmung. Und es gab noch eine zweite Bewegung, das ist die Bundisten. Es kommt vom Bund aus Jiddisch.
Und sie waren Sozialisten. Für sie spielte die Religion auch eine Rolle. Sie sagen aber, also Juden können ihre Rechte verwirklichen an dem Ort, in dem sie leben. In jedem Land sozusagen. Und es gab auch die kommunistische Bewegung, die gesagt hat, wir sind alle Internationalisten. Die Religion spielt gar keine Rolle. Das ist eine Religion unter mehrere. Ja. Und wie hat Und sich... innerhalb dieser drei Ausrichtungen war der Zionismus eine vergleichsweise sehr kleine Bewegung damals. Nur 3% der Juden weltweit waren Zionisten. Und deshalb wurden auch so viele Juden im Zweiten Weltkrieg ermordet, also während des deutschen Genozids an den Juden, weil sie nicht Zionisten oder gar Antizionisten waren und in Europa geblieben sind. Die Antizionisten glaubten sogar, dass es sich beim Zionismus um Blasphemie handelt. Ja. Okay. Hat sich denn dieser Begriff des Zionismus aus Ihrer Sicht weiterentwickelt? Ja. Und zwar massiv. Also heutzutage versteht man unter einem Zionisten nicht unbedingt einen Jude oder eine Judin, die nach Palästina gehen sollte. In erster Linie sind Zionisten heute Christen, die in den USA oder Deutschland leben und Israel als zionistisches Projekt unterstützen. Und eigentlich war die Idee des Zionismus von Beginn an eine protestantisch-christliche Idee. Es handelt sich dabei um eine Bibeltreue. Zurück zur Bibelbewegung sozusagen. Palästina ist das Land, das uns Juden versprochen wurde. Und es gebe dort auch keine Palästinenser. So habe ich das von klein an aufgelernt. Dort seien lediglich Araber gewesen, die für uns auf diesem Ort aufgepasst haben, bis wir gekommen sind. Das war sozusagen die Geschichte. Und Israel war ein Land ohne Volk, ein Volk ohne Land. So wurde das immer propagiert und daher waren wir legitimiert, dort ohne schlechtes Gewissen zu siedeln. Ja, aber es zeigt sich, dass der Zionismus voll von Paradoxen ist. Uns wurde einerseits erzählt, dass wir dafür kämpfen mussten, hier zu leben, denn die Araber haben mit der UNO-Resolution, also mit der Teilung von Palästina, nicht kooperiert. Und da sie den Krieg verloren haben, dürfen wir hier bleiben. Und gleichzeitig bestand aber der Mythos des Siedlerkolonialismus, der besagt, dass hier vorher keiner gewesen ist. Das Land sei wie eine Jungfrau sozusagen, die keiner eingedrungen ist und sie hat nur auf uns gewartet. Also, das ist tatsächlich die Tradierung und die Geschichte, mit der Sie aufgewachsen sind. Ja. Da sich der Zionismus aber tatsächlich als säkular verstanden hat, kommt noch ein weiteres Paradox hinzu. Also im Unterschied zu den religiösen Juden in der Diaspora, die laut dem zionistischen Narrativ passiv waren und wie die Lämmer zur Schlachtbank gegangen sind, sollte es die neue Hebräer in Israel geben, die aktiv sind und sich verteidigen können und zur Wehr setzen. Vor allem aber sind sie nicht religiös. Für sie gibt es also keinen Gott. Gleichzeitig beharren sie allerdings darauf, dass es ihnen das Land, dass er ihnen das Land gegeben hat, also sozusagen. Es gibt auch so einen Artikel, ja, also es gibt keinen Gott, er hat uns aber das Land gegeben. So sind wir aufgewachsen und diese Fakten und Tatsachen liegen fest verankert in unterschiedlichen Bereichen in unserer Psyche. Und solange sie nicht zusammenkommen, ist alles gut. Und so verstehen es auch die Deutschen. Also in der deutschen Politik zum Beispiel und in ihren Augen ist Israel das Heimatland der Juden. Okay, es gibt dort ein Problem mit der Siedlerpolitik, aber ansonsten ist es alles gut. Und diese völlig widersprüchlichen Tatsachen kommen auch bei ihnen gar nicht zusammen. Demnach ist der Zionismus die Ursache für diesen Nahostkonflikt. Ja, eindeutig. Also doch, zunächst würde ich das nicht als Konflikt bezeichnen. Die Idee des Staates Israel ist, dass es eine jüdische Mehrheit braucht, um einen Staat zu haben, der jüdisch ist. Das bedeutet wiederum, dass die Juden andere und vor allem mehrere Rechte haben als die restliche Bevölkerung. Und der Zionismus hat deshalb dafür gesorgt, dass es eine jüdische Mehrheit gibt.
Und so zwischen 1947 und 1948 wurden deshalb 750.000 Palästinenser vertrieben, was gar kein Konflikt ist. Eine ethnische Säuberung ist kein Konflikt. Es ist eine einseitige Bewegung von Vertreibung. Aber im Vergleich zu den USA mit der Vertreibung und Ausrottung ihrer indigenen Völker können die Israelis ihr Projekt nicht zu Ende führen. Und deshalb gibt es heute noch 20% Palästinenserinnen im Kern Israel, etwa 2 Millionen von Palästinenser in dem Gazastreifen und noch 2,5 Millionen in der Westbank, also Westjordanland, und noch weitere Millionen von Palästinensern in der Diaspora. Sie sind also um Israel herum verteilt, in Jordanien, Syrien, Ägypten und dem Libanon, aber auch im Rest der Welt. Und all diese Menschen haben Sehnsucht nach ihren Häusern und auch Anspruch darauf, zumindest diejenigen, die in der Nachbarschaft leben, drumherum, und in Flüchtlingsunterkünfte und Flüchtlingslager untergebracht sind. Und sie wollen natürlich zurück. Wenn man ein Haus klaut und sagt, aber heute ist es meins und die ursprüngliche Bewohner dieses Haus dann in den Keller sperrt, kann man natürlich auch nicht erwarten, dort in Ruhe leben zu können. Also gesetzt den Fall, dass das so sei, sind Sie ja dennoch in diesem Glauben groß geworden, dass dieses zionistische Vorgehen Israels richtig ist. Und was mich dann interessieren würde, was konkret hat dann die Veränderung in Ihrer Meinung ausgelöst? Und wie konnten Sie eine derartige konträre Sichtweise entwickeln und den zionistischen Gedanken jetzt so in Frage stellen? Ja, also es war nicht so, als ob ich jetzt einen Film gesehen hätte und ich hatte so ein Aha-Erlebnis und ich habe es jetzt entdeckt und etwas erkannt. Es war eher so ein Prozess, der sich schleichend geschehen ist und je mehr ich erfahren und vor allem erlebt habe, habe ich mehr und mehr verstanden, worum es geht. Zu meiner Armeezeit habe ich eine Mitsoldatin aus Tel Aviv kennengelernt. Und sie war als Jugendliche bei der Kommunistischen Partei in Israel. Und ich habe ihr die Geschichte erzählt, wie ich sie kannte. Und also das heißt, die Araber haben ihre Häuser freiwillig verlassen haben, weil es ihnen nicht so wichtig war, weil sie ihr Land nicht so sehr liebten. Daran hatte ich ganz fest geglaubt. Und sie machte mich darauf aufmerksam, was heißt gegangen? Also sie sind vertrieben worden. Das war das erste Mal, dass ich davon gehört habe. Und später habe ich auch meine Familiengeschichte ein bisschen mehr nachgegangen und verstanden und gleichzeitig mehr darüber erfahren, wie das Kolonialsystem in Israel eigentlich gebaut ist. Weil Israel brauchte, wie gesagt, eine jüdische Mehrheit, um diesen Staat aufrechterhalten zu können und musste daher Juden auch sozusagen ins Land holen. Und die europäischen Juden, die nach Israel kommen wollten, sind gekommen, die anderen sind woanders ausgewandert, in die USA oder Australien. Und deshalb gab es gar keine andere Wahl, als Juden aus arabischen und muslimischen Ländern ins Land zu holen. Das war nicht so gewollt, aber es gab keine andere Wahl. Und sie wurden auch als sozusagen natürliche Arbeiter gesehen. Sie waren vordestiniert, sozusagen die Arbeiterklasse für Israel zu sein. Also laut Ihnen haben die Zionisten dafür gesorgt, wie darf man sich das vorstellen? Israel hat zum Beispiel im Irak Attentate in Synagogen inszeniert, damit die dortigen Juden sich gezwungen fühlen, nach Israel zu gehen. Gleichzeitig schloss man mit der irakischen Regierung ein Abkommen, dass die Juden das Land binnen eines Jahres verlassen mussten. Diese 150.000, abgewanderten arabischen Juden waren also dazu gezwungen, ihre Häuser sowie ihren gesamten Besitz im Irak aufzugeben. Und verrechnen wollte man das dann einfach mit den Häusern der vertriebenen Palästinenser. Sozusagen Araber gegen Araber. Mit deren Besitz gingen die Zionisten um, als ob es ihr eigenes wäre. Mit dem Besitz der Aschkenasi-Juden aus Deutschland und Europa sind sie so sicherlich nicht umgegangen. Und auch deshalb ist dieses ganze Vorgehen letztendlich hochgradig rassistisch.
Im Iran ging das alles ziemlich schnell, doch die meisten Juden leben in Marokko und hier dauerte es dementsprechend auch länger. Über 20 Jahren hinweg emigrierten von dort mehr als 1 Million marokkanische Juden. Israel musste hier vor jede Menge Propaganda betreiben, doch überdies wurden teilweise sogar die Kinder jüdischer Familien entführt und die Eltern schließlich vor der Wahl gestellt. Wenn sie ihre Kinder wiedersehen wollen, müssen sie nach Israel kommen. In Israel angekommen, kamen die Juden dann teilweise auch in Internierungslager, aus denen sie gar nicht mehr raus dürfen. Doch viele von ihnen haben dagegen rebelliert. Die konnten, haben auch Israel dann auch verlassen, was schwierig war. Also es gab auch andere, die nach Israel gekommen sind mit dem Glauben an einen religiösen Zionismus. Also sie dachten, wir kommen jetzt nach Jerusalem, davon haben wir lange geträumt. Und dann wurden sie in Nacht- und Nebelaktionen mitten in der Wüste versetzt. Die Idee dahinter war, dass man sie an die Grenze umsiedelt, damit sie zwischen den Palästinenser und den Aschkenasi-Juden, also die europäischen Juden, leben. Meine Familie hatte genauso ein Schicksal und damit habe ich auch verstanden, was der Zionismus wirklich ist, nämlich nicht nur in Bezug auf die Palästinenser, ein Kolonialsystem. Also die europäischen Juden waren in Europa sozusagen die Schwarzen und wurden dann also die Weißen in Israel. Hier spricht man auch von den aschkenasischen Juden. Die Aschkenasim wurden Israels Elite, ja, nachdem sie verwaist wurden. Sie haben das Akademie sowie das juristische System aufgebaut und beherrschen es bis heute. Mittlerweile ist das jedoch ein Tick anders, denn es gibt einen Kampf zwischen zwei weißen Eliten. Und wie kann man sich jetzt den Unterschied zwischen diesen beiden Eliten vorstellen? Naja, also das ist ein bisschen komplex, denn wir sprechen quasi von der alten und der neuen weißen Aschkenasi-Elite. Bei der alten Elite handelt es sich letztendlich um die Zionisten, die bereits vor dem Zweiten Weltkrieg nach Israel gezogen sind. Sie waren letztendlich auch harte Kolonialisten, deren Weg von Rassismus auch geprägt ist. Allerdings aber ihr Selbstverständnis war eher so linksliberal. Und diese linksliberalen Anstrich geben sie sich gerne auch. Trotzdem waren sie für die Nakba verantwortlich. Also sie haben die Vertreibung der Palästinenser sozusagen durchgezogen. Aber hinsichtlich Politik und Armee hatte diese alte Elite viel mehr Macht als die Regierenden heute. Heute gelten sie als gemäßigter. Ja? Es ist für sie wichtig, dass es liberaler aussieht. Die neue Siedlerelite, die auch Aschkenasi ist, sie gelten eindeutig als rechtsextrem und haben sich mehr gebildet nach dem Sechstagekrieg 1967. Sie waren für die Besiedlung des Westjordansland oder Golanhöhe und einige andere Gebiete verantwortlich. Alles mit Zustimmung der alten Elite, ja? Also sie haben dafür Geld und Unterstützung von der Politik bekommen. Nach deutschen politischen Maßstäben konnte man sie also mit einem Machtkampf zwischen SPD, also so als alte Elite, und AfD, neue Elite, vergleichen. Aber allerdings sind sie, wie gesagt, beide überzeugte Kolonialisten. Deshalb ist es nicht so wie die SPD und AfD. In dem Sinne. Und aufgrund dessen an und für sich Rassisten. Ja? Das war sozusagen ein Sozialismus, die israelische Arbeitspartei, das war Sozialismus für Juden und vor allem für weiße Juden. Ja? Und daher nicht wirklich sozialdemokratisch. Deshalb ist es diesen Vergleich mit der SPD ein bisschen problematisch. Ja? Und unter diesen beiden Aschkenasi-Eliten stehen wiederum die Mizrahi-Juden, das heißt die Juden aus muslimischen und arabischen Ländern. Und darunter wiederum befinden sich die Palästinenser als einfache Arbeiter, was gleichsam ein Aufstieg der Mizrahi bedeutete. Ja, weil nach 67, nach der Besatzung von Westjordanland und dem Gazastreifen, konnten
die natürliche Arbeiter, also diese Mizrahi-Schicht, hat einen sozialen Aufstieg erlebt, weil sie über die Palästinenser waren und sie waren sozusagen für sie verantwortlich. Auftraggeber waren vor allem die Ashkenazi sozusagen. Und also für mich war das klar, dass ich sozialisiert wurde nach Ashkenazi sozusagen Strang, weil ich den Namen Chefetz trage, den ich von meinem russischen Großvater bekommen habe. Und zum Glück bedeutet es auch, dass ich Zugang zur Universität bekommen habe, zu der Akademie, weil ich als solche passiert habe und gesehen wurde. Also ich muss sagen, das klingt ja wirklich wie ein Kastensystem, das komplett rassistisch geprägt ist. Und jetzt frage ich mich, ist es als in Israel lebender Jude überhaupt möglich, sozusagen durch diese Segregation überhaupt Kontakt mit der Gegenseite aufnehmen zu können, also den Palästinensern zum Beispiel? Ja, also die Palästinenser im Kern Israel sind eine Minderheit, aber gut ausgebildet im Großen und Ganzen und in die Gesellschaft auch integriert. Deshalb gibt es durchaus Berührungspunkte, weil man zusammenarbeitet in einem Krankenhaus. Ja, also viele Ärzte und Apotheker sind Palästinenser. Trotzdem sind sie immer noch unterlegen. Also es gibt Berufe, die sie nicht ausüben können zum Beispiel oder Studiengänge, die sie nicht absolvieren können. Viele von ihnen haben in Kriegszeiten oder jetzt zum Beispiel große Angst, das Haus zu verlassen, weil wenn sie zum Beispiel Arabisch in einem Bus sprechen, wenn das Telefon klingelt, ja, dann können sie aggressiv angegangen werden. Es gibt auch so ein paar Städte in Israel, die gemischte Städte sind, das heißt Städte, von denen man nicht die ganze palästinensische Bevölkerung vertrieben hat, weil es nicht ging, wie Jaffa oder Haifa oder Ramla. Da gibt es auch mehr Berührungspunkte. Aber es gibt auch Orte, die total weiß sind, wie Tel Aviv. Ja, Tel Aviv ist eine Stadt ohne Palästinenser. Ja, und da ist die Segregation viel mehr zu spürbar. Oder wo ich aufgewachsen bin, ich habe kein Palästinenser in meinem Leben gesehen. Es gab Beduine drumherum, aber sie galten als Beduine. Ich hatte keine Ahnung eigentlich, woher sie kommen. Sie waren sozusagen Nomaden, ja. Aber anderen wurden, also aus dem Ort, wo ich aufgewachsen bin, also wurden die Palästinenser in den Gazastreifen letztendlich vertrieben. Und in Folge leben wir immer segregierter letztendlich. Und je mehr die palästinensische Bevölkerung unterdrückt wurde, desto mehr leben wir in segregierten Ortschaften. Also es gab dann einen Zaun und Mauer und dann konnten sie den Gazastreifen gar nicht verlassen. Also es gab Zeiten, als mein Vater von einem Freund in den Gazastreifen besucht wurde, bei uns zu Hause. Das klingt heute wie Science Fiction. Und jetzt habe ich den Gedanken, wir erleben Krieg und Vertreibung und laut Ihnen sind es ja eindeutige Folgen dieses zionistischen Vorgehens, diese Entwicklungen. Und glauben Sie nicht, dass sozusagen bei Staatsgründung oder den Gründern 1948 nicht bewusst war, was sie damit anrichten, welches Unheil oder welche Probleme damit heraufbeschworen werden? Oder gab es da vielleicht sogar Hintergedanken oder ist es völlig von der Hand zu weisen? Ja, also ich glaube leider, dass sie sehr genau wussten, was sie machen, weil sie Pläne davor hatten für eine ethnische Säuberung. Diese ethnische Säuberung hat schon 1947 angefangen, also vor der, was in Israel als Unabhängigkeitskrieg, genannt wurde. Das heißt, also das war klar geplant und es gab auch mehrere zionistische Führer, die sagen, dass wenn ich ein Palästinenser wäre, hätte ich auch so Widerstand gezeigt, wie die Palästinenser es machen. Das heißt, sie könnten sich schon vorstellen, was es bedeutet. Aber natürlich hatten sie auch die Hoffnung, dass es irgendwie besser werden würde. Vielleicht, dass die Palästinenser irgendwann auf ihre Sehnsüchte und Rechte mehr verzichten werden. Vielleicht, dass sie besser in den
umliegenden sozusagen Ländern sich integrieren. Also es gab schon diese rassistische Gedanke, dass sie alle Araber sind. Und man, ich bin so aufgewachsen, dass man uns immer gesagt hat, ja, sie haben noch 22 andere Länder, sie können dahin gehen. Was wollen sie denn hier sozusagen? Ob ja, also Saudi-Arabien oder Ägypten oder Palästina oder Libanon, das ist alles das Gleiche. Doch wie gesagt, ja, sie gingen davon aus, dort in Ruhe leben zu können. Und, aber mit Angst kann man nicht gut schlafen. Und wie jeder Diktator oder jeder Totalitärstaat mussten sie auch dafür sorgen, dass man umfassende Zensur betreibt, dass man immer die Macht hat. Somit lebt man stets in einer paranoide Grundstimmung. Ja. Jetzt haben Sie gerade die Zensur angesprochen. Rutschen wir denn nicht schon quasi in den Bereich der Verschwörungstheorie, wenn Sie jetzt von Zensur sprechen? Nein, leider nicht. Also wir sprechen nicht von irgendeiner paranoiden Vorstellung, sondern von einer Tatsache. Also es gibt in Israel eine Zensur. Israel steht seit seiner Gründung unter Ausnahmezustand. Und dieser Zustand wird jedes Jahr verlängert um ein Jahr. Aber wir sprechen schon von mehr als 75 Jahren. Und es gibt eine militärische Zensur und jeder Journalist oder Journalistin muss ihre so Berichterstattung sozusagen durch diese Zensur passieren lassen. Heutzutage ist es manchmal lächerlich, weil wir haben die sozialen Medien und manchmal gibt es auch Journalisten im Ausland, die sagen, ja, ich weiß die Geschichte, ich brauche den Namen, wer mir den Namen gibt, das gar nicht das veröffentlichen. Ja. Ist denn diese Zensur Ihrer Meinung nach nur auf Israel begrenzt oder gibt es die auch weltweit? Naja, also für globale Zensur ist Israel nicht mächtig genug, aber man versucht durchaus Politiker weltweit durch Lobbyisten zu beeinflussen. Also Israel ergreift zum Beispiel verschiedene Initiativen, wie zum Beispiel die Anti-BDS-Resolution im Deutschen Bundestag. Bei dieser BDS-Bewegung sprechen wir von Boykott, Divestment und Sanctions gegen israelische Institutionen, Produkte, Sportmannschaften zum Beispiel. Und diese Bewegung ruft dazu auf, diese israelische Institutionen zu boykottieren, weil die Staaten keine Sanktionen eigentlich auf Israel auferlegen, bis Israel sozusagen das Völkerrecht respektiert. Und Israel hat diese Resolution gegen die BDS-Bewegung mit Sicherheit orchestriert. Das hat auch eine Spiegelrecherche gezeigt. Ein anderes Beispiel ist die Einflussnahme von Israel gegen unsere Organisation, die Jüdische Stimme für Gerechten für Frieden im Nahost. Wir hatten ein Bankkonto bei der Bank für Sozialwirtschaft. Dort sind mehrere Organisationen untergebracht, die im sozialen Bereich arbeiten. Darunter auch der Wohlfahrtsverband der Zentralrat der Juden. Und sie haben zusammen mit der israelischen Presse und israelischen Ministerium, der auch davor gegründet wurde, gegen diese BDS-Bewegung zu agieren. Es war so orchestriert, dass ein angeblich Journalist, oder ich würde auch sagen Journalist-Agitator, hat da bei der Bank angerufen. Und hat gesagt, ja, es gibt bei euch ein Konto von der jüdischen Stimme, sie sind gegen das Existenzrecht Israel, wie könnten sie das begründen und so. Und ich erwarte auch Antworten bis heute 2 Uhr für die Jerusalem Post. Und dann kriegen sie Panik und haben das Konto geschlossen. Das war das erste Mal, dass ein Konto einer jüdischen Organisation seit 1933 geschlossen wurde, ja. Nach Protest wurde wieder eröffnet, dann haben sie gesagt, wir unterstützen BDS, was auch stimmt. Und uns wurde gesagt, klipp und klar, dass wenn wir unsere Unterschrift von der BDS-Aufruf runternehmen, dann bekommen wir unser Bankkonto zurück. Ja? Und das ist auch von der israelischen Regierung so gewollt, die zusammen mit der Zentralrat der Juden arbeiten, mit der israelischen Botschaft in Deutschland, um zu beweisen, dass die BDS-Bewegung antisemitisch ist. Weil wenn wir als eine jüdische Organisation dazu aufrufen, wie mehrere jüdische Organisationen in der Welt, ja, dann kann man es nicht so leicht behaupten.
Und deshalb es ist es ziemlich klar, dass Israel dahinter steht, nicht durch die Justiz wie in Israel, aber durch andere Maßnahmen. Über den Verein Die jüdische Stimme für einen gerechten Frieden in der Ost bin ich erst auf Sie aufmerksam geworden, denn Sie sind dort im Vorstand. Und könnten Sie uns erklären, worum es sich bei diesem Verein jetzt genau handelt und wie er entstanden ist und vielleicht auch welche Rolle Sie bei dieser Entstehung gespielt haben? Also wir haben uns 2003 gegründet und in unseren Augen ist Israel lediglich ein Staat, für den internationalen Grenzen gelten. Ja, und gleichzeitig sind wir überzeugt, dass Israel dieses Antisemitismuskonzept seit langer Zeit instrumentalisiert, um seine Kolonialpolitik voranzutreiben, was uns natürlich auch verletzt, weil es auch ein realer Antisemitismus gibt. Und dagegen sprechen wir uns als Juden aus und deshalb haben wir auch die jüdische Stimme ins Leben gerufen, einerseits. Ja, und andererseits leben die meisten Juden gar nicht in Israel, aber Israel erhebt den Anspruch, für alle Juden weltweit zu sprechen. Doch das stimmt gar nicht. Und dennoch verüben sie in unserem Namen derartige Verbrechen. Und davon wollen wir uns klar abgrenzen, indem wir dezidiert sagen, Israel spricht nicht in unserem Namen. Und letztendlich sind wir auch überzeugt, dass der heutige Zionismus hauptsächlich von Christen unterstützt wird, nicht von Juden. Und gleichzeitig sind aber die Hauptgegner israelischer Politik Juden, die in den USA leben. Es handelt sich also bei ihnen um Menschenrechtsorganisationen wie Jewish Voice for Peace oder If Not Now. Das ist die jüngere Generation in den USA von Juden. Das sind viele, also viel größere Organisationen als unsere und sie machen klasse Aktionen in der letzten Zeit, vor allem gegen das gegenwärtigen Genozid von Israel in Gaza. Also es ist jetzt schon sehr spannend und auch durchaus kontrovers. Sind die USA doch jetzt Hauptwaffenlieferant und auch Hauptfinanzier Israels? Und gleichzeitig sitzen in den USA die größten politischen Gegner der israelischen Politik. Wie geht das aus Ihrer Sicht zusammen? Wie gesagt, bei den Unterstützern von Israel handelt es sich in den USA in erster Linie um evangelikalische Christen, also nicht um die dortige Juden. Aber es geht auch um die Interessen der USA-Waffenindustrie. Deutschland, Kanada und einige andere Staaten sind auf diesem Gebiet ja ebenfalls ja sehr aktiv. Denn in den letzten Jahren hat sich Israel ja auch im Kampf, wenn man das so nennen kann, gegen die zivile Bevölkerung spezialisiert. Und tatsächlich hat die israelische Armee seit 50 Jahren keine friedlichen Soldaten, feindliche Soldaten, keinen Soldaten mehr gesehen. Sie haben immer nur gegen Guerillakämpfer gekämpft oder Zivilisten, was eigentlich gar kein Kampf ist, ja. Und darin sind sie ja auch absolute Profis und die dabei entstandene Technologie ist ein israelischer Exportschlager, leider. Und hierin bilden sich auch andere Länder aus. Und für die globale Waffenindustrie ist das natürlich ein gefundenes Fressen, beziehungsweise ein wichtiger Markt. Und das Weitere geht es um die religiösen Interessen. Dahinter steckt diese Geschichte von Armageddon, dass die Juden auf den heiligen Ort Jerusalem aufpassen und es von den Muslimen bewahren, bis die Christen kommen und an dem Tag des jüngsten Gerichts den Ort erobern. Das alles ist auch eine Idee, die in der weißen rassistischen Elite in den USA sehr verbreitet ist. Ja, und es kommt auch einen anderen Aspekt hinzu. Nach 1967, also dem israelischen Sechstagekrieg, mit Eroberung wichtiger Territorien, wie zum Beispiel der Westbank, des Gazastreifens sowie der Golanhöhen, gab es einen großen Brainwash im USA-Judentum. Und alle Juden haben in den letzten Jahren ab dem 18. Lebensjahr die Möglichkeit und das Recht, sozusagen nach Israel zu gehen, im Rahmen eines von Israel sowie verschiedenen USA-Organisationen finanzierten Programm. Für sie werden dort Rundreisen veranstaltet und man bereitet ihnen eine gute Zeit und es wird den jungen
US sozusagen Juden propagiert, dass Israel auch ihr Land sei und viele von ihnen gehen dort auch zur israelischen Armee, um sich dort dann als Mann und Macho sich zu profilieren. Allerdings gibt es mittlerweile auch einen großen Widerstand dagegen. Große BDS-Kampagne zum Beispiel, die sich ja explizit gegen die israelische Kolonialpolitik richtet, ist der Zusammenarbeit von jüdischen Studenten in den USA auch zu danken. Frau Heifetz, das war jetzt ein sehr, sehr interessanter Exkurs. Und dennoch würde ich jetzt gerne nochmal zurück zu Ihrem Verein, die Jüdische Stimme, kommen. Ich würde gerne wissen, was war jetzt letztendlich der Hauptaspekt für die Gründung dieses Vereins? Ja, letztendlich geht es allein darum, was Israel im Namen des Judentums macht. Also Israel hat sozusagen das Judentum entführt, denn vor dem Zionismus war das Judentum eine Religion und Volksgemeinschaft und der Zionismus hat dafür gesorgt, dass der Begriff Nation ins Spiel gekommen ist. Israel und die Juden werden als Nation verstanden, ein völlig neues Konstrukt. Und diese Idee, dass Juden eine Nation seien, ist hochproblematisch. Und es ist auch ein Konstrukt, das nicht funktioniert. Also in meinem israelischen Personalausweis steht zum Beispiel unter Nationalität jüdisch. In meinem Reisepass, israelischer Reisepass, steht unter Nationalität Israeli. Also wenn dich ein Polizist in Israel anhält und wissen will, wie er nach dem Apartheid-Regel sozusagen mit mir umgehen soll, brauchst du einen Ausweis, ja, und nicht einen Pass. Denn rein äußerlich kann man zwischen den Menschen nicht wirklich unterscheiden. Und deshalb braucht man diese Kategorie in Israel selbst so. Aber, also mit Verlaub, das klingt schon sehr rassistisch. Es ist auch rassistisch. Also ich habe zum Beispiel als Pharma-Referentin in Israel gearbeitet und wenn ich zum Krankenhaus, also da in den Krankenhäuser gefahren bin, gab es immer eine Schranke zu passieren und dort wurde ich stets begrüßt und ich musste nur guten Morgen sagen, mehr nicht, ja. Aber der Wächter hat dann gehört, ob ich das mit arabischem Akzent sage oder nicht. Und so wurde selektiert, sozusagen, wer angehalten werden soll. Und wer nicht, und ich konnte passieren, weil ich keinen arabischen Akzent habe. Das ist Rassismus pur. Aber wie kann es denn dann sein, dass ein Volk, das derartig unter Rassismus und Diskriminierung gelitten hat, zu eigentlich den gleichen Mitteln und Wegen greift? Ja, also zunächst mal sind die Juden ein ganz normales Volk, wie alle anderen Völker und Gruppen, die Rassismus und Unterdrückung erlebt haben. Das Erleben von Rassismus oder gar die Internierung in Konzentrationslager ist leider keine Schule gegen Rassismus, vielleicht sogar eher das Gegenteil. Und jetzt spreche ich auch als eine Psychoanalytikerin, wenn man ein Opfer von etwas ist, fühlt man sich oftmals besonders berechtigt bzw. ermächtigt, sozusagen andere etwas Schlimmes oder Schlimmeres zuzufügen. Jetzt ist es ja so, dass eigentlich Ihr Verein, die Jüdische Stimme, diesem Gedankengut komplett konträr gegenübersteht. Und ich habe auf Ihrer Webseite gelesen, oder beziehungsweise bin ich in einem Vortrag von Ihnen, glaube ich, auf folgenden Satz gestoßen. Folgender: Ein Jude zu sein bedeutet immer mit den Unterdrückten zu sein, niemals mit den Unterdrückern. Ist das vielleicht auch die Grundlage Ihrer persönlichen Motivation? Ja, definitiv. Also wir lehnen uns dabei an die jüdische Ethik an. Ja. Und folgender Satz ist mir auch noch sehr hängen geblieben, nämlich Israel spricht nicht in unserem Namen. Das ist ja der Leitsatz Ihres Vereins, der Jüdischen Stimme. Wie viel Prozent weltweit der Juden stehen denn Ihrer Meinung nach hinter dieser Aussage? Ja, so sagen wir so, also es gibt circa 20 Millionen Juden in der Welt. Das ist eine sehr kleine Gruppe und in Deutschland sind es etwa 200.000 Juden. Das ist quasi nichts, ja. Darüber hinaus
auslebt, Statistiken zufolge auch die Mehrheit der Juden in den USA, also etwa 50% der jungen Generation, denken, dass Israel ein Apartheidstaat ist. Und etwa 25% denken, dass Israel nicht mal ein Existenzrecht hat. Ja? Die meisten der jungen Generation können sich also gar nicht mit Israel identifizieren. Das ist jetzt interessant und in dem Kontext kommt mir der Gedanke, also dass Kritik an Israel oft oder zumeist gleich als antisemitisch dargestellt wird. Und hierbei werden ja sogar Juden, die sich kritisch äußern, als Antisemiten oder als, wie sagt man, self-hating Jews tituliert. Wie kann man denn die gesellschaftliche Wahrnehmung schulen, auf Problematiken hinweisen, ohne sofort in dieses rechte oder in dieses antisemitische Feld gerückt zu werden? Oder ist es überhaupt noch möglich? Naja, ich glaube nicht, dass es möglich ist, weil es auch gar nicht darum geht. Es ist lediglich eine Falle. Also Antisemitismus wird zum Beispiel in Deutschland verdinglicht. Es ist ein Ding, mit dem man Minderheiten regulieren kann. Und der Antisemitismusvorwurf ist heutzutage oftmals ein Mittel, um Minderheiten mundtot zu machen. Schon morgen konnte es aber auch eine ganz andere Verdinglichung sein, somit man versucht, Leute zum Schweigen zu bringen. Genauso hat sich auch das zum Beispiel mit Corona verhalten, wenn man etwas die Maßnahmen zur Pandemiebekämpfung als unverhältnismäßig bezeichnet hat, wurde man sofort als Corona-Verleugner, also Leugner bezeichnet. Oder wenn man sagt, dass der Krieg in der Ukraine musste nicht so laufen, beziehungsweise Russland hat ein Problem mit der Ausbreitung der NATO, dann ist man sofort ein Putin-Versteher. Also die uneingeschränkte Unterstützung der Ukraine wird dann zu dem Ding, mit dem man totalitäre Gedanken weiter verbreitet. Und dieses Totalitär meine ich jetzt psychisch. Ja? Also es wird vom Individuum eingefordert, dass man total auf einer Seite sein muss oder man total dagegen ist. Dazwischen gibt es nichts und nur Ja oder Nein. Also, aber zurück zum Nahostkonflikt, sozusagen sogenannten Konflikt. Wenn man nicht total mit Israel geht, dann ist man schon ein Verräter, Antisemit oder was weiß ich. Ja, also deshalb denke ich, wir sollen beleuchten, was die Funktion dieses Antisemitismusvorwurfs ist, der ja auch gegen Juden verwendet ist. Ja, also es geht letztendlich gegen uns auch. Aber das ist ja wirklich vollkommen paradox. Und wie ist es denn zu rechtfertigen, einen Juden des Antisemitismus zu bezichtigen? Wie kann man diesen Ja, das Vorwurf ist machen? schlichtweg, ja. Also es ist schlichtweg nicht zu rechtfertigen. Und daher war es auch zum Beispiel ein großes Problem für Deutschland, dass wir den BDS-Aufruf unterschrieben haben. Deshalb haben sie auch Druck auf uns gemacht, diesen Aufruf nicht zu unterschreiben. Doch auch das ist absolut lächerlich, denn so viele Juden weltweit sind für diesen Aufruf. Ganz große Namen, jüdische Intellektuelle stehen dahinter diese BDS-Kampagne, wie zum Beispiel Judith Butler oder Naomi Klein. Und deshalb sind bei diesem Vorgehen Deutschlands ganz klar die Handlungsweise totalitärer Regime zu erkennen, die jeden politischen Gegner den Mund verbieten, sei es noch so lächerlich. Und in diesem Zusammenhang, gegen mich läuft momentan ein Verfahren wegen Volksverhetzung. Vorausging, dass ich auf einer Demo, die von jüdischen Künstlern organisiert ist, ja, für Waffenstillstand, mit einem Schild aufgegriffen wurde. Auf dem Schild stand: Als Jüdin und Israelin, stoppt den Genozid in Gaza. Bislang ist nichts weiter passiert. Doch ich bin auch sehr gespannt, ob Deutschland ein Verfahren eröffnet wird, bei dem gegen eine gebürtige israelische Jüdin wegen Volksverhetzung oder gar Antisemitismus verhandelt wird. So. Auf Ihren Aktivismus würde ich gerne später nochmal zu sprechen kommen. Jetzt haben wir ja erstmal den Hintergrund von der jüdischen Stimme besprochen. Und was mich jetzt in dem Zusammenhang interessieren würde, könnten Sie mir mal die Funktion des Zentralrats der Juden in Deutschland erklären in diesem Zusammenhang? Ja, also der Zentralrat der Juden ist ein Organ oder Dachverband, das vom deutschen Staat finanziert
ist. Sie bekommt pro Kopf Pauschalen und dazu noch was, weshalb sie, ja, es für sie so wichtig ist, auch viele Mitglieder zu haben. Und ihr Mandat beinhaltet eigentlich kulturelle und religiöse Dienste, worum sie sich allerdings kaum oder gar nicht kümmern. In erster Linie betreiben sie Politik und identifizieren sich dabei mit Israel, und kümmern sich auch um Antisemitismus, was auch nicht ihre Aufgabe letztendlich ist. Und darüber hinaus haben sie Dinge wie die Beratungsstelle für Antisemitismus eingerichtet, und solche Sachen. Denn sie bekommen auch finanzielle Mittel auch davor, was eigentlich gegen diesen Vertrag, den sie mit dem deutschen Staat haben. Gewachsen ist diese Institution vor allem in den 90er Jahren durch die große Masse jüdischer Auswanderer der ehemaligen Sowjetunion. Und viele dieser Auswanderer wurden dort unterdrückt, beziehungsweise durften das Judentum nicht ausleben oder sie wussten gar nicht, dass sie Juden waren. Vielfach kommen sie auch noch aus Familien, deren Väter und Großväter an der Seite der Roten Armee gegen die Nazis gekämpft haben. Dann haben sie sich teilweise mit 70 oder 80 Jahre alt in Deutschland wiedergefunden, wo sie dann auf Sozialhilfe angewiesen waren. Völlig zersplittert leben sie seither in Deutschland verteilt. Ja, und was die Altersstruktur angeht, sind mittlerweile die meisten Mitglieder der Zentralrat der Juden über 60 Jahre alt. Die junge Generation hingegen ist sehr klein und nicht so aktiv. Und die Jungen können sie eher in unserer Organisation jüdische Stimme finden. Und darüber hinaus sind bei uns aber auch viele internationale Juden aus den USA, Kanada, Großbritannien und Israel, die unsere Organisation ausmachen. Deutsche Juden gibt es bei uns auch, aber es ist nicht die Mehrheit. Die meisten unserer Mitglieder haben eine andere Sozialisation hinter sich, wo sie nicht unterdrückt waren. Was mich persönlich angeht, in meinem Bewusstsein bin ich keine Minderheit. Auch wenn ich in Nahost aufgewachsen bin und schon dort sind die Juden schon eine Minderheit, aber das ist nicht so das Bewusstsein. Und ich war auch nicht wirklich unterdrückt. Doch tatsächlich war die einzige Unterdrückung, die ich jemals gespürt habe in Deutschland, beziehungsweise findet sie jetzt in Deutschland statt, durch die Polizei zum Beispiel. Ja. Haben Sie denn jemals Antisemitismus in Deutschland erlebt? Ja, allerdings keine Alltagsrassismus, wie man es vermuten konnte. Doch was der deutsche Staat gegen uns als jüdische Stimme unternimmt, ist Antisemitismus. Wenn ich zum Beispiel meine Meinung nicht zum Ausdruck bringen kann, weil ich eine schlechte Judin bin oder die falsche Judin bin, dann ist es Antisemitismus. Hätte ich jedoch gesagt, dass ich mich mit Israel solidarisiere, hätte ich die israelische Flagge geschwenkt oder Parolen skandiert, die es keinen Waffenstillstand geben darf zum israelischen Sieg, bis zum israelischen Sieg, wäre ich damit durchgekommen oder sogar finanziert beziehungsweise bestärkt, ja. Hingegen habe ich in Deutschland immer Philosemitismus erfahren, was eigentlich die Kehrseite von Antisemitismus ist. Das ging schon bei meinen Kindern in der Schule los. Als Mitschüler wollten immer mit ihnen, alle Mitschüler mit ihnen sozusagen, das Referat machen, weil sie wussten, wenn wir irgendwas zu Israel machen, dann bekommen wir eine 1 plus. Meine Kinder haben den Hype um Israel mitbekommen. In der Schule konnten sie das dann also verwenden, da sie sozusagen die israelische Schüler waren. Und meine Tochter hat zum Beispiel im Ethikunterricht mal ein Referat über Abtreibungen in der israelischen Armee aus dem Stegreif erfunden. Von Anfang bis Ende frei erfunden. Sie bekam eine 1 plus davor. Das ist ein Running Gag bei uns, ja. Sie haben also gelernt, wie man mit den Privilegien spielen kann. Und gleichzeitig dürfen wir nie normal sein, ja. Es spielt immer eine Rolle, ob wir Juden sind oder nicht. Das ist das Schicksal in einer rassistischen Gesellschaft. Im Zusammenhang mit Philosemitismus ist es auch wichtig zu wissen, dass hinter jeder Idealisierung eine Verteufelung steht.
Es handelt sich um eine Abwehr von der Kehrseite eigentlich. Ja, und was die Haltung von Deutschland gegenüber Israel angeht, Israel wurde zu einem Ideal. Es ist kein normaler Ort für die Deutschen, wie die Realität dort ist. Ob es für die Israelis bzw. Juden in Israel gut geht oder nicht, spielt keine Rolle. Dass es dort jede Menge Alltagsrassismus gibt, wird hier lediglich als Fantasie proklamiert. Denn für Deutschland ist die bedingungslose Unterstützung Israels beruhigend. Ja, es ist sozusagen die Lösung für sein großes Verbrechen. Da würde ich gerne tatsächlich noch mal einen kleinen Schritt zurückgehen wollen, zum Zentralrat der Juden. Da würde es mich jetzt tatsächlich interessieren, gibt es da zwischen der jüdischen Stimme und dem Zentralrat irgendeine Form von Verhältnisaustausch? Naja, also das Verhältnis ist so, dass sie uns boykottieren oder eher sanktionieren, und sie wollen mit uns gar nicht sprechen. Dennoch haben wir dem Zentralrat der Juden immer Gesprächsbereitschaft erklärt und gezeigt, ja. Aber es geht weit darüber hinaus. Wir haben zum Beispiel den Göttingen Friedenspreis bekommen. Der Zentralrat der Juden hat in Folge dagegen interveniert. Felix Klein, der christliche Bundesbeauftragte für jüdisches Leben und für den Kampf gegen den Antisemitismus, war hier federführend auch. Den Preis haben wir trotzdem bekommen, denn die Jury stand hinter uns. Und gleichzeitig hat die Jury mit uns gemeinsam immer das Gespräch zum Zentralrat gesucht. Doch jedes Mal, wenn wir von Gesprächen standen, wurde uns kurz vorher abgesagt. Also generell, also flippen vermeintlich pro-israelische Lobbyverbände wie der Zentralrat der Juden immer total aus, wenn sie plötzlich entdecken, dass es eine neue jüdische Gruppe gibt, die nicht pro-israelisch ist. Ja, also auch Volker Beck, der Vorsitzende der Deutsch-Israelischen Gesellschaft, gehört zu diesen pro-israelischen Lobby. Alle unerwünschte öffentlichen Aussagen erklären diese Leute pauschal als antisemitisch. Zum Beispiel fand irgendwann ein Zusammenschluss jüdische-israelische Künstlerinnen statt und ihr gemeinsames Projekt nannten sie School for Unlearning Zionism. Und am Ende sollte dann eine Ausstellung stattfinden in der Kunsthochschule in Weißensee. Und Volker Beck hat in Folge zusammen mit einem Journalisten von der Taz und Axel Springer Verlag dagegen interveniert. Und sie haben das Ganze total skandalisiert, angeblich weil es antisemitisch sei. Und in Folge wurde dem Projekt auch die Mittel entzogen. Und das zeigt auch übrigens, dass der Antisemitismusvorwurf zumeist ein Mittel ist, um Minderheiten zu managen. Jetzt geht es um eine jüdisch-israelische Minderheit, ja. Letztendlich kann man sagen, dass wir gegenüber dem Zentralrat immer gesprächsbereit sind. Allerdings wollen sie uns ausgrenzen, ja, denn eigentlich sind wir für sie eine Bedrohung. Das ist interessant, weil ich hätte mir da gedacht, dass es doch mehr Einheit gibt oder Gemeinsamkeiten. Aha. Das führt mich aber jetzt tatsächlich zu meiner nächsten Frage. Gibt es denn in irgendeiner Form Beziehungen zwischen der jüdischen Stimme und der israelischen Regierung? Oder wird der Verein in irgendeiner Form wahrgenommen in Israel? Also es gibt keine Beziehung. Generell unterhalten wir keinerlei Beziehungen zu irgendeiner Partei oder Machtorganisation. Wir sind einfach nur ein Verein, der sich durch Mitgliederbeiträge finanziert. Und ich glaube auch nicht, dass wir von Israel wirklich wahrgenommen werden. Davor sind wir viel zu klein und unbedeutend. Denn aufgrund des Holocaust gibt es hier in Deutschland ja kaum noch Juden. Wie sollte auch eine derartige kleine jüdische Bewegung von so großen Machtorganisationen wie Israel, den USA, der Waffenindustrie wahrgenommen werden können? Also sie ignorieren oppositionelle Stimmen allgemein, auch viel größere als unsere. Wenn überhaupt alternative jüdische Gruppierungen wahrgenommen werden, dann ist es vielleicht die Jewish Voice for Peace in den USA, weil dort leben die meisten Juden und gleichzeitig wird in den USA die große Politik gemacht. Ja, also Deutschland macht dann letztendlich, was die USA vorgeben. Denn es ist ja nicht so, dass wir hier sonderlich selbstständig wären, was wir auch
sehr gut im, also die Deutschen, ja, was wir auch sehr gut in Russland-Ukraine-Krieg verfolgen können. Jedenfalls die Jewish Voice for Peace aufgrund dieser Begebenheiten sicherlich viel mehr macht als wir. Aber prinzipiell denke ich schon, dass das Konglomerat aller Gruppen, die in der Palästina-Solidaritätsbewegung aktiv sind, deutlich wahrgenommen wird. Und Israel agiert auch gegen diese Leute, aber nicht direkt, sondern über Einflussnahme auf die politischen Strukturen des jeweiligen Landes. So ein Projekt wie School for Unlearning Zionism wird also angegriffen von Menschen, die im direkten Auftrag für Israel arbeiten, wie zum Beispiel im Falle der israelischen Botschaft. Oder es sind vielleicht auch Leute, die sich einfach nur mit Israel identifizieren und auf diese Weise gute Juden sein wollen. Normalerweise ist das miteinander verzahnt. Also jetzt haben wir ja sehr, sehr viel über die Politisierung gesprochen des Judentums und den Staat Israel. Und jetzt kommt mir gerade die Frage, wie ist es denn mit Ihnen? Praktizieren Sie eigentlich die jüdische Religion? Ich praktiziere einen Teil, aber nicht alles. Keiner praktiziert alles im Judentum, denn das ist super kompliziert und das ist nicht wirklich möglich. Dazu kommt, dass ich in Israel zionistisch sozialisiert worden bin. Und das bedeutet, dass wir säkular sein mussten und das Judentum als Nation, nicht als Religion konzipiert war. Die jüdische Religion war verpönt, auch in der Schule. Und ich war auch nicht in der Synagoge, obwohl ich aus einer Familie komme, die viel religiöser war als ich. Dennoch war es ein Teil meiner Erziehung und Sozialisation, dem nicht so sehr nachzukommen. In dem Kontext hätte ich auch noch eine Frage. Und zwar ist ja zu beobachten, jetzt gerade während der Entwicklung dieses Konflikts, dieses Kriegs in Israel und Palästina, dass der Staat verstärkt besonders gegen orthodoxe Juden vorgeht, die ja mehrheitlich aufgrund ihres Glaubens gegen diesen Krieg sind. Könnten Sie da noch ein paar Worte für uns geben? Ja, also es gab immer diese Gruppe von orthodoxen Juden, die antizionistisch waren. In ihren Augen dürfen Juden nur dann einen Staat haben, wenn der Messias gekommen ist. Und er ist für uns noch nicht gekommen. Aber für das Judentum ist es so, wir müssen noch warten. Das ist nicht wie bei den Christen. Darüber hinaus gibt es zum Beispiel auch das Bildnisverbot. Und wenn man in eine Synagoge eine Flagge oder sonst irgendein staatliches Symbol reinbringt, dann entspricht man das einer Götzenanbetung, was total verboten ist, ja, so im Judentum. Die orthodoxen Juden müssen also aus verschiedenen Gründen die Verweltlichung ihres Glaubens in Form eines Staates ablehnen. Und deshalb sind sie auch Antizionisten. Aber es gab auch immer unterschiedliche Ausrichtungen. Also was neu ist, ist, dass es seit der Gründung von Israel eine Strömung religiöser Zionisten gibt, die eben auch nationalistisch sind. Und auf sie gründet sich die Siedlerbewegung. Sie haben die Idee entwickelt, dass die Erlösung des Volkes zusammen mit der Erlösung des Landes kommt. Also das ist der Messiah fast, ja. Und diese zionistische Strömung hat letztendlich die Oberhand. Heute leider. Das sind die Zionisten, die sagen, wir müssen das Land von den Muslimen oder Arabern erlösen. Ja? Und diese Kombination aus Religion und Nationalismus ist letztendlich das eigentliche Gefahr. Ja. Also Yeshayahu Leibowitz hat auch gesagt, das ist wie National und Sozialismus, gibt es auch Religion und Sozialismus bei den bei diesen Menschen, ja. Siedler, ja. Frau Heffitz, haben Sie vielen, vielen Dank für die Zeit. Ja. Ja, vielen Dank auch für die Einladung. Im nächsten Gespräch widmen wir uns den Entwicklungen nach dem 7. Oktober 2023. Der Terrorangriff der Hamas führte zu einer massiven Gewalteskalation seitens Israel. Als ehemalige Offizierin und aktive Psychoanalytikerin wird uns Iris Heffitz auch hier ihre fundierte Einschätzung zuteilwerden lassen. Wir sind überaus gespannt.